Keiner. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video und heute befinden wir uns in Sunny Meadows Restricted. Habe ich ja schon angekündigt, dass wir uns die gute Map nochmal anschauen, aber in kleiner. Und ihr seht auch schon, heute sind wir hier im Albtraum-Modus. Und hier seht ihr auch, das hier sind Challenges, die man einsammeln kann. Wir brauchen, was genau wir alles brauchen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar ein Foto, da haben wir 0 von 1 und der Rest ist, keine Ahnung. Aber das hängt mit den Kürbissen zusammen und das Ganze habt ihr im Albtraum-Modus. Deswegen, wenn ihr auf Albtraum-Modus wechselt, seht ihr auch unten einen Kürbis. Und ja, deswegen werden wir auch in nächster Zeit oder in dieser Aufnahmesession die anderen Kürbis-Maps genauer unter die Lupe nehmen, damit wir herausfinden, was genau das zu bedeuten hat. Klar, man könnte jetzt in die Patch-Notes schauen und das werde ich tun. Irgendwann noch, aber das habe ich momentan noch nicht, weil ich schauen wollte, was hier so abgeht. Das vermisse ich aus der Beta-Zeit, denn... Aha, warte mal, hier seht ihr schon... Die Map ist ein bisschen linke Maustaste, hätte ich ja drauf kommen können. Naja, aber als man noch die Beta zocken konnte, kam jeden Tag Patch-Notes raus, also Patches raus, aber man hat nicht gewusst, von was jetzt genau. Es gab keine Patch-Notes. Deswegen mag ich das immer, hier so ein bisschen blind reinzugehen. Und hier seht ihr schon, diesmal ist hier die Treppe offen, aber zum Beispiel der Raum ist zu. Schau mal, hier ist auch versperrt. Hier kommen wir in die Kapelle rein. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich hätte hier gerne mal den Geisterraum. Oh mein Gott, das wäre so schön. Wäre so wunderschön. Aber ja. Wir müssen jetzt natürlich hier gut Ausschau halten. Es kann wirklich sein, dass hier einfach Gegenstände sind. Bei welcher mehr Voodoo-Puppe. Die werden wir dann fotografieren. Es könnte sein, dass diesen 1 auf der Map zu bedeuten hatte. Also bei diesen Fotos, dass wir einfach nur von dem Gegenstand ein Foto machen müssen. Aber wir schauen jetzt natürlich hier alles genauer an. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein Easter Egg, das damit zu tun hat. Aber ja, hier kommen wir nicht rein, hier kommen wir rein, aber da hinten geht es nicht weiter. Genauso wenig wie hier. Okay, wir... Oh, fick. Echt jetzt? Wir können nur den Keller... Oh nein, echt jetzt? Ich will nicht in den Keller... In einer Irrenanstalt in den Keller zu gehen, fast so schön wie im Bleaste auf den Dachboden zu gehen. Okay, da geht es zu. Wir müssen hier auch ein bisschen Ausschau halten, ob wir hier irgendwo ein Versteck haben. Hier geht's lang. Hier haben wir die Gummizelle, aber da würde ich mich jetzt ungern verstecken wollen. Hier geht's nicht rein. Wobei. Hä? Hä? Das hier kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Alter, echt jetzt? Ich bin hier noch nie hingegangen. Ich dachte immer, hier wäre eine... Okay, crazy. Aber ist das hier zum Beispiel ein Versteck? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber hier war ich... Hier bin ich... Da bin ich noch nie hingegangen. Crazy. Sollten wir die Bemessung mal genauer anschauen. Okay, aber bis jetzt habe ich hier noch nichts. Hier, ich weiß halt nicht, wo man sich genau hier verstecken kann. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Wir müssen ein offensichtliches Versteck haben. Also ein mögliches Versteck, aber inzwischen habe ich jetzt schon... Selber. Habe ich schon zwei Möglichkeiten gefunden, wo man sich verstecken könnte. Deswegen bin ich gerade... Das hier könnte doch ein Versteck sein. Ja, wobei ich traue der... Ich traue der Sache nicht. Am Ende verstecke ich mich da und dann bin ich tot. Aha. Knochen und ein Grad. Skate. Und es muss ja eigentlich in einem Bereich sein, wo man hingehen kann während der. Es könnte sein, dass das hier hinten wieder das Versteck ist. Dass man hier hingehen kann. Das werde ich, glaube ich, vielleicht testen. Sollten wir gezwungen sein, ein Versteck auszuwählen. Spannen wir jetzt natürlich, weil hier ist auch zu. Spannen wir jetzt natürlich, ja, den Geist herauszufinden. Wir müssen uns daran erinnern, was in den Patch Notes stand. Und by the way, das hier. Wenn ihr mich fragt, ist das hier Samara. Hier, man erkennt auch hier den Schlafanzug. Bisschen abgeranzt, aber das hier ist eindeutig Samara. Alias The Grudge. Und das wäre so cool, wenn es hier noch so ein kleines Easter Egg geben würde, dass sie wirklich so aufsteht und dann auf einmal hinter dir ist. Mega. Gerade zu Halloween hätte ich das mega gefallen. Aber gut. Geisterraum gefunden. Gegenstände liegen, was bedeutet, wir finden den Raum hoffentlich wieder. Hier. Alter, jetzt kreischen vor meinem Fenster kleine Kinder und ich dachte schon, das wäre hier drin. Das wäre richtig Horror. Kleine Kinder, Alter. Kleine Kinder kreischen.
und während ich es seinem zocke, Alter. Aber gut, ab nach draußen. Und ihr seht schon. Jetzt mal Spiel können wir hier unten in den Keller nach links gehen. Beim letzten Mal, als ich hier gezockt habe, also Restricted gezockt habe, konnte ich oben nach rechts gehen, aber nicht in den Keller runter. Na, da war hier zu und ich konnte da lang gehen. Und das ist, ja, das ist eben diese Variante. Es gibt ja theoretisch oben rechts, oben links, unten links und oben geradeaus, würde ich mal sagen. Da, wo auch die Verbrennungsöfen sind. Wobei ich bei geradeaus nicht ganz sicher bin, ob das auch eine Möglichkeit wäre. Also sprich, dieser Bereich. Weil wir haben das hier, wir haben das hier, das Ganze natürlich noch unten, dann haben wir das hier oben nochmal. Deswegen glaube ich einfach, dass Restricted entweder ja, eine dieser fünf Varianten ist. Finde ich aber ganz cool. Finde ich echt cool. Haben sie schon gemacht, dadurch für alle, die Map zu groß ist, aber trotzdem Silent Meadows zocken wollen oder so einen Eindruck davon haben wollen, kann dann einfach die kleine Version zocken. Finde ich super. Okay, der Breaker ist an. Wenn das rote Lämpchen leuchtet, dann ist der Breaker an. Ab nach unten. Uferlampe ist da. Fotoapparat ist da. Let's go. Das Coole ist, ich schaue mir in letzter Zeit wieder ein Outlast-Let's Play an. Und es gibt Parallelen zwischen dieser Map und Outlast. So. Hier ist noch nicht. Noch eins weiter, wenn ich die Geist täusche. Hier müsste es sein. Nee. Noch eins weiter. Okay, man muss sich echt erstmal dran gewöhnen. Ja, hier. Und die Tür wurde bewegt. Schauen wir mal. Aha. Fingies. Bup. Und ganz wichtig, Ladies and Gentlemen, geht in die Hocke. Wenn ihr Fotos macht, wir haben auch Freezing. Wenn ihr Fotos machen wollt, geht in die Hocke. Ja, weil sonst habt ihr teilweise nur zwei Sterne Fotos. Gut, jetzt bei Fingerprojekten müsst ihr nicht in die Hocke gehen. Geisterfoto, 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 Geisterfoto. Ich sehe hier nichts. Geisterfoto, Geisterfoto, Geisterfoto. Bam, Junge. Na, es ist. Red Light in Asylum. Mega cool, aber richtig asozial. Alter Vater. Crazy Shit. Und jetzt haben wir ordentlich Sanity verloren. Aber wir haben Fingies, wir haben Box. Box? Wir haben Freezing, meinte ich. Box wollen wir noch checken, oder müssen wir noch checken, wegen Mimic. Was denn raus? EMF oder Box? Buch. Okay, Box und Buch ist mein nächster Run, deswegen Daumen sind gedrückt. Ah ne, warte mal. Mein Gott. Wir können jetzt ja nur noch nach Orb schauen. Ich bin im Altro-Modus. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss niesen. Na. Ich hasse es, leicht erkältet zu sein. Da kitzelt immer die Nase und da muss man niesen. Das ist voll gemein. Damit werde ich einfach nur das Spiel sabotieren. Und mir kommen auch ganz häufig Tränchen. Aber es ist voll normal, in der Irrenanstalt zu weinen. Oh ne, ich war schon so lange nicht mehr erkältet. Das ist gerade richtig nervig. Eigentlich dachte ich, okay, gut, wenn man erkältet ist, zumindest die Stimme klingt dann gut. Aber nö. Auch das ist richtig bescheiden. Okay, was brauchen wir? Videocam. Ich habe noch keinen Eindruck. Ich habe noch keinen Eindruck, wie viel Sanity wir verloren haben. Aber wir haben Janice Rook. Wir haben letzte Zeit nur weibliche Geister. Die wollen mich einfach auseinandernehmen. Das ist Wahnsinn. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe noch keinen Eindruck davon, wie stark unser Sanity droppt. In anderen Häusern, wenn man die ganze Zeit mittlere Häuser zockt oder kleine Häuser, dann gewöhnt man sich dran. Ne? Also sprich sowas wie Willow Tanglewood oder Ridgeview oder die Farmhäuser. Oder Edgefield natürlich nicht zu vergessen. Dann gewöhnt man sich dran. Aber wenn ihr dann wechselt zwischen den kleinen Häusern und den großen Häusern, dann sind es einfach mal so, große Häuser sind für mich in dem Fall jetzt Prison High School. Dann, ja, ist das Ganze ein bisschen doof, denn dadurch verliert man so dieses Gespür. So. Hier ist der Geisterraum. Check. Haben wir ein Orb? Oh oh. Ich bin tot, wir haben ein Handtuch. Und ich komme hier nicht raus, weil hier zu ist. Du kleine Ratte! Du kleine Ratte! Alter, das sieht cool aus hier. Oh mein Gott. Es hat sich geändert. Okay, dann hat sie es gelohnt zu sterben. Diese kleine Ratte. Gehst du weg?
Als ob es noch weiterjagt, nachdem ich tot bin. Ach ja, Albtraum. Aber ich bin alleine, wieso? Keine Ahnung. Aber richtigen Geist. Check. Leider, sonst haben wir nichts. Foto vom Geist. Ja, gut. Überspringen wir jetzt. Weil wir gestorben sind, -50% verloren. Aber 62, ich bin immer noch happy. Und klar gibt es jetzt noch eine Runde, denn das war asozial. Das war asozial. Aber dann kriegt ihr jetzt gleich einen Eindruck. Das war teuer. Ich habe sowieso schon nicht mehr so viel Geld. Aber dann kriegt ihr jetzt nämlich einen Eindruck, wie jetzt die Map aussieht. Hat sich also gelohnt und wir haben mal die Todesanimation gesehen. Ja, zwei Events. Gut, es war klar. Aber die Sanity ist dennoch schneller gedroppt als gedacht. That's crazy. Hätten wir da als Räucherstäbchen gehabt, werden den Geist easier erkannt. Leider bin ich auch in die falsche Richtung gelaufen. Ich hätte in die andere Richtung laufen sollen, aber ich hatte gedacht, ich höre ihn da. So, also nochmal seine Miete aus. Dich in die Hand nehmen, dich in die Hand nehmen, dich in die Hand nehmen. Let's go. Okay, und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt offen haben. Ich fand das eigentlich ganz cool jetzt gerade mit dem Keller. So. Diesmal ist hier kein Breaker. Ich kann ja gar nicht nachschauen, wo der Breaker ist. Hier, glaube ich, haben wir auch ein Versteck. Ich bin aber nicht sicher, ob das hier ein Versteck ist. Müsste man mal testen. Weil hier ist alles clear. Ja, nicht wundern, mein Thermometer ist noch aus, denn solange wir den Breaker nicht gefunden haben. Bin ich überhaupt ein Restrictor drin? Ja, weil das hier ist zu. Und das hier auch diesmal. Okay. Da ist offen. Da ist auch offen. Aber dafür ist das. Ah, okay. Dann könnte es sein, dass jetzt der Mittelbereich offen ist. Sozusagen. Hier ist alles clear. Jo. Vielleicht haben wir Glück von Herrn irgendwie einen Gegenstand. Bei hier kommen wir auch nicht durch. Ja, dann ist jetzt dieser Mittelbereich. Finde ich cool. Und dann müsste der Breaker hinten beim Verbrennungsofen sein. Hier ist alles clear. Dann gehen wir da erstmal hin. Na, vorher lohnt es sich nicht. Aber check, geklärt. Rechts gibt's, links gibt's, unten rechts, unten links und peace bad. Es gibt doch nicht komplett alles in der Mitte, denn hier komme ich nicht weiter. Das hier ist echt ein Labyrinth. Dadurch, dass wenn man Restrictor zockt und hier immer wieder was zu ist, ist es echt ein krasses Labyrinth. Hier kommen wir nicht rein. Nee, da ist keine Tür. Ich muss immer noch den Breaker finden. Das ist jetzt ein Problem. Aha, was haben wir hier? Metronom. Bringt uns das irgendwas? Können wir das... Feiner! Okay, das Ticken geht mir jetzt schon mega auf die Nerven. Ne, wir kommen nicht zum Verbrennungsofen. Dann habe ich keine Ahnung, wo der Breaker ist. Vielleicht hier irgendwo? Nee, vielleicht in der Kirche? Ne, dieses Ticken. Ich mache jetzt trotzdem mal hier mein Thermometer an, auch wenn es nicht viel bringt. Aber hier E-Rücken geht nicht mehr, das kann nur noch der Geist machen. Und ich muss jetzt dieses Kack-Metronom ausmachen. Alter! Wie kannst du so scheiß laut sein? Himmel, Herrgott. Okay, wir folgen dem Blut. Blut ist immer gut. Ist hier irgendwie ein Versteck? Nee, wahrscheinlich nicht. Zumindest will ich es nicht testen. Hier ist auch alles clear. Aha! Breaker gefunden. Und ist das hier zufällig der Knochen? Na, Potzblitz, das ist der Knochen. Crazy. Coolio. Und hier geht's nicht weiter. Okay, wie gesagt, Mittelbereich, aber leider ohne Verbrennungsofen. Das finde ich schade. Aber gut, wahrscheinlich gibt's ja auch so ein paar kleine Änderungen, so andere Varianten. Und ich hätte den Geist gerne mal hier. By the way, jetzt haben wir das Pentagramm. Wir müssen ein Foto davon machen, damit es ausgestellt wird. Und hoffentlich... Eben. Habe ich hier gerade was gehört? Was höre ich da? Das ist nicht der Breaker. Das sind die Waschmaschinen. Was müssen die Waschmaschinen sein? Ja, aber jetzt höre ich es nicht mehr. Hä? Was hatte ich da gerade gehört? Keine Ahnung. Okay, minimal creepy.
Okay, die Waschmaschinen sind's. Aha, wo? Warum? Wait. Oh nein. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Doch, es sind die Waschmaschinen. Hallo. Hallo. Hallo, das, ich wollte so testen. Hallo, geh wieder auf. Ich will hier nichts waschen. Jetzt habe ich mich selber genervt damit. Hallo, bitte aus. Okay, es sind doch die Waschmaschinen. Und ich war jetzt so verwirrt davon, dass ich hier nicht nach EMF geschaut habe. Es sind die Waschmaschinen, Ladies and Gentlemen. Ich muss gar nicht, Wait a sec. Wait a sec, wait a sec, wait a sec, wait a sec. Können wir hier... Nur mal so ein Test. Man könnte hier Gegenstände rein. Kann ich es jetzt aktivieren? Nee, geht nicht. Dann schauen wir mal die links daneben. Okay. Weil ich dachte mir, vielleicht kann man das Ganze machen, wenn irgendwelche bestimmten Gegenstände drin sind. Sagen wir mal Voodoo-Puppe, Metronom, irgendwas, was man mitnehmen kann, ein Wecker. Na, vielleicht hat das irgendwie einen Einfluss. Wäre auf jeden Fall cool. Aber check, Geistraum gefunden. Und man merkt auf jeden Fall, diese Map hat mehr zu bieten, als auf dem ersten Blick klar ist. Und auch, als auf den Patchnotes ist. Da muss man sich erstmal gewöhnen. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass es irgendwie so ein kleines Easter Egg oder sowas gibt mit der Waschmaschine. Na gut. Ab nach draußen. Neuen Run holen. Als nächstes nehmen wir... Ich weiß gar nicht, ob... Ja, doch, wir nehmen den Fotoapparat mit. Fotoapparat und UV-Lampe, damit wir schauen können. Also, hier haben wir wieder ein Foto, okay. Aber ne. Warte mal, das hier ist der Bereich, den wir haben. Der Breaker ist hier drin irgendwo. Aber ich nehme den Fotoapparat mit, damit wir direkt das Pentagramm mitnehmen können. Und den Knochen, nicht zu vergessen, im Breaker. Wir waren lange drin, hatten aber noch kein Event. Somit dürfte unsere Sanity noch gut sein. Kommt natürlich auf den Geist an. Das ist natürlich auch die große Preisfrage, wie häufig wechselt er den Geisterraum, aber sollte alles passen. So, boop. Und es war ja klar, dass man in der Kirche ein Pentagramm hat und da einen Geist beschwören kann, oder? Hat einfach Stil. So, weiter geht's. Breaker ist noch an, Wunderbällchen. Foto von Knochen, check. Knochen eingesammelt, wunderbar. Hier ist noch alles clear. Wir werden gleich nochmal mit dem Thermometer rumschauen, ob er wirklich noch hier ist. Irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. 06, aber er ist sehr ruhig. Abgesehen von der Waschmaschine ist noch nichts passiert. 14. Und 3, ja. Es ist auf jeden Fall noch hier. Hier sehen wir nichts. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob an der Waschmaschine irgendwas sein kann. Oh nein. Was war das für ein Geräusch? Okay, er hat die Waschmaschine einfach nur belegt. Oder den Deckel, gehe ich mal stark von aus. Das klang nämlich wie eine Zellentür aus Prism. Richtig crazy, aber check. Weil das wäre cool, wenn man da wirklich irgendwas reinlegen könnte. Wir brauchen außerdem noch ein Versteck. Sonst könnte das Ganze ein bisschen eng werden. Oder wir laufen einfach, oldschool-like. Denn das war ja, das konnte man ja ursprünglich in der Zelle machen. Einfach so weit laufen, wie es geht und dann da raus. Das geht hier nicht mehr. Denn hier sind manche Türen zu, also... Das wird Hölle. Muss ja Taschenlampe ausschalten und weglaufen. Aber da sind so viele Gegenstände im Weg, dass man da sehr schnell am Marsch ist. Also ich glaube, hier empfiehlt es sich wirklich nicht direkt aktiv zu räuchern. Selbst wenn man die Quest hat, sondern erstmal wegzulaufen. Und als Plan B so ungefähr zu räuchern. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Okay. Bup, bup. Sanity sollte noch gut sein. Hoffe ich zumindest, denn sonst habe ich gleich ein Problem. Wir haben noch nichts. Wir haben zwar den Knochen, das Pentagramm und den Geisterraum, aber sonst noch nicht. Vielleicht haben wir Glück und wir haben einen schüchternen Geist, einen Shade oder sowas. Bin gespannt. So,
ist echt schwer. Ich versuche gerade schon so ein bisschen mir die Map einzuprägen. Aber ich glaube, man muss sie wirklich erst ein paar Mal zocken, damit man weiß, wo hier jeder Gegenstand ist. So. Upp. Und. Flüster gehört. Wo bist du? Wer bist du? Am Arsch bist du, Fahr! By the way, ist ein Event. Ah, nee, ist ein Deo. Kein Event. Mein Gott, hab ich Glück gehabt. Ich dachte mir schon, weil man ihn direkt laufen hat sehen. Aber ist ein Deo. Shit. Das war echt Glück im Unglück gerade. By the way, da habt ihr gerade gesehen, wie das Buch bewegt hat. Noch ein Gegenstand. Alter, wie viel wirft er hier gerade? Wir haben so Glück gehabt, dass ein Deo ist. Kollege, du bist sympathisch, aber... Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, wir haben die Box und sagen wir jetzt einfach mal, Buch brauchen wir für ein Deo. So, Foto vom Geist und Salz, das können wir jetzt machen. Wir müssen natürlich dennoch aufpassen, wo wir hinlaufen, aber... Tschüss, wir haben's. Warte mal. Fotos. Okay, wir haben jetzt Knochen und... Aber ich glaube, wir brauchen ein Geisterfoto. Da wird die Challenge klar. Oder ist... Ja, doch, wir brauchen ein Geisterfoto. Ich. Schon wieder? Er findet mich ja überall. Deswegen gehe ich hier hin. Ja, weil er kommt ja mit Hyperspeed zu mir. Und wenn ich jetzt hinten an der Tür warte, habe ich ein kleines Problem. Wir brauchen ja noch Zeit zum Weglaufen, so ungefähr. Oder zum Wegschleichen. Okay. So, und jetzt ganz schnell raus, weil ich glaube auf jeden Fall, dass sie die Zeit irgendwie angepasst haben. Ja, die Geister können jetzt irgendwie gefühlt alle Chain hunten. Das ist crazy. Ja, auch letztens im Stream in Asylum. Und hat eine Jagd habe ich mitbekommen, weil ich den Geist kurz gehört habe. Dann gehe ich raus, hab mir abgeschlossen, weil es wunderbar stand da 5 Jagden. Wo ich mir auch weiß, in welcher Welt. Ich habe nur mal gemerkt, okay, eine Jagd und einmal bin ich nicht rausgekommen, wo ich mir dachte, okay, vielleicht jagt er doch noch. So, bupp und bupp. So, dann schauen wir mal, ob das passt. Genau, wir sollten alles abschließen. Jetzt im Altro-Modus, ich bin gespannt. So. Ab zum Geisterraum. Ja, ja. Warte mal, wo ist jetzt verschlossen? Okay, wir kommen in die Kirche rein. Hier straight laufen und dann da hinten in die Kirche rein, würde ich sagen. Kollege! Kollege, hallo! Das sollte schon zählen, aber ich habe Angst nachzuschauen. Ich mache einfach 3, 4 Fotos. Ach, ich mache alle. Oh mein Gott, das war ein schönes Foto. Oh, das ging schnell. Hat das erste schon gezählt? Ja, das erste hat schon gezählt. Aber hey, wir haben es abgeschlossen. Wunderbärchen. Jetzt noch die letzte Quest. Dadurch, dass ein Deo ist, müssen wir nicht ganz viel Angst haben. Aber jetzt mal Real Talk. Der Nackte passt in dieser Kluft perfekt hier rein, oder? Das sieht das ist einfach Outlast. Da sehen die Dudes auch so aus, sind in der Irrenanstalt. Das ist einfach Outlast 1. Richtig crazy. So, E gedrückt halten bei mir. Ich ausschalten. Alter. Das hat mir jetzt schon einen kurzen Schreck gehalten, ne? Fußabdruck, 2 Sterne, weil ich gestanden bin. Hätte ich jetzt noch gekniet, dann hätte ich es gepackt. Gut, wir werden wahrscheinlich jetzt noch einmal Falken spielen müssen, aber danach Abmarsch. Und dann schauen wir gleich mal, ob das gezählt hat. Denn, soweit ich weiß, muss man alle 4 Quests erledigen, sprich Geister kennen, diese 3 hier und ein Geisterfoto machen. Und dann, hat man eine Herausforderung. Alle Voraussetzungen für die Challenge. Da ist wieder eine Waschmaschine an. Und ich hoffe, ihr jagt gerade nicht. Aber das können wir ganz leicht herausfinden, indem wir uns einen Raum suchen mit einem Lichtschalter. Und versuchen, den zu betätigen. Ich höre gerade einen eben F. Haben wir hier auch irgendwo? Ja. Ja, ihr seht schon, hier können wir nicht mehr betätigen. Er jagt. Und diesmal werde ich ihn direkt in die Richtung, wenn er erscheinen sollte. Cool, dass allein bis er hier ist, braucht er schon mal lang. Also die Jagd ist dann schon fast vorbei, bis er hier ist. So, Kollege, kommst du? I need somebody help. Could anybody help? So, Mollerbärchen.
Binding. Einmal auschecken, bitte. Merci, Wunderbärchen. Schön, Wunder. Gut, die heutige Folge wird ein bisschen länger, dadurch, dass ich mich ja spontan dazu entschieden habe, zwei Runden zu drehen, aber wir haben es. Wir haben es. Wir haben hier alle Quests. Ihr seht schon die wunderschönen Häkchen, wenn wir jetzt den Geist auch noch richtig erkannt haben, deswegen sollten wir mal auswählen. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Wir haben auch den Knochen, wir haben auch das Pentagramm, wir haben eine perfekte Runde. Schauen wir mal. Ab mal. Und hier steht, hä? 0 von 1. Okay, ich bin... Was soll ich fotografieren? Ich glaube, ich sollte doch mal in die Patch noch schauen. Okay, richtig Geistertyp. Wir überspringen einfach. Bupp, alles erledigt. 237 Dollar ist nicht die Welt. Aber ich bin happy. 37 Dollar für die Fotos. Ja, der Rest 10 Dollar. Da finde ich schade. Normalerweise war es in Asylum 50 Dollar. Nee, 40 Dollar. Für Geister kann. Aber ja, gut, wir haben auch die kleine Version. Also, Coolio. Und jetzt, haben wir hier den nächsten Knochen und. Ah. Ich habe das Pentagramm fotografiert. Pentagramm müsste eigentlich hier sein. Nee, Voodoo-Puppe. Ist hier Pentagramm? Hallo, ich kann es gar nicht. Summoning Circle. Hier müsste eigentlich hier drin sein. Was auch sein kann, dass man den zweimal fotografieren muss. Oder, na nee, man muss es verwenden. Gut, das war natürlich dämlich. Und mir wurde gesagt, deswegen teste ich mal. Hier ist ein Feuerzeug. Und mit dem kann man die Kürbisse anzünden. Aha. Julio, danke für diesen Tipp. Den kann ich wahrscheinlich nicht anzünden, außer ich bin gerade dämlich. Schau mal, kann ich ihn von hinten machen? Nee. Aber Coolio, man kann hier wirklich die Kürbisse anzünden und ich gehe nicht an die Tür. Ich möchte nicht mit Samara spielen. Was natürlich sein kann, dass es auch auf den Maps mit den Kürbissen Kürbisse gibt. Die man anzünden muss und dann kriegt man die Quest. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, Ladies and Gentlemen, wir werden wahrscheinlich demnächst in das gute Bleasdale Farmhouse gehen. Oder ins Graften, ja, eher Graften. Dann da passen Kürbisse wunderbar rein und da gibt es draußen auch Kürbisse. Vielleicht finden wir dort einen Kürbis, den wir anzünden können. Keine Ahnung. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.